Wunderbar, dann schauen wir mal auf die deutschen Teams. Leider nur zwei dabei. Wolfsburg ist ja in der Qualifikation ausgeschieden. Und wir fangen an mit der Hoffenheim-Gruppe. Und dann wäre es eigentlich schön, wenn sie da wäre. Ja, oder hier. So. Genau, machen wir eine rüber. Dann reicht es. Steffen Freund in seinem Element. Ob als Experte vor der Kamera oder als Kommentator hinter einem Mikrofon. Wo Steffen Freund draufsteht, ist immer Leidenschaft drin. Da kann ich auch für den Moment, das glaube ich, nimmt mir auch jeder ab, alles vergessen. Jetzt ist mein Job da und jetzt sind die Leute in der ganzen Welt einfach und die Bundesliga schauen, die muss ich mitnehmen. Die müssen spüren, da passiert gerade was Besonderes. Wenn ich das mache, dann mit Haut und Haaren. Und ich glaube, das spürt jeder im Umfeld. Diese Attitüde hat ihn schon als Spieler ausgezeichnet. Dafür haben ihn die Fans geliebt. Südtribüne, die haben gespürt, der zerquetscht war phasenweise den Ball und macht Fehler und ist übermotiviert, aber der ist auf dem Platz und gibt alles. Und das ist, glaube ich, die DNA von Borussia Dortmund. Deshalb werde ich das nie vergessen, wie dann im zweiten Jahr die Südtribüne anfing, ein Freund, ein guter Freund, bei jedem Warmmachen zu singen. Glaub mir, das ist so schön. Wenn du nur daran denkst, kriegst du Gänsehaut. Die Grundlagen für seine heutigen Medientätigkeiten hat er schon früh gelegt. 2000, ich war noch Spieler, hatte Chef vom ZDF, Gruschwitz, angefragt, ob ich, weil ich in England gespielt habe und für Tottenham unterwegs war, ob ich nicht die englische Nationalmannschaft als Experte vertrete. Und mein erster Auftritt war Europameisterschaft, dann England gegen Portugal. Und auf der anderen Seite stand Experte Jupp Heynckes. So, und ich war der volle Newcomer und bin noch Spieler und habe versucht, dort den Experten zu mimen. Sicherlich mit einigen Defiziten, aber ich habe schon gespürt, das ist etwas Interessantes. Weil irgendwo musst du ja dann anfangen und ich war gerade 30. Was kommt denn eigentlich nach deiner Karriere? Er war zwar auch als Trainer einige Jahre erfolgreich tätig, aber mittlerweile hat der heute 50-Jährige längst seine Berufung gefunden. Im letzten Jahr hatte ich über 100 Aufträge als freier Experte, Analyst und Co-Kommentator. Es macht einfach Spaß. Ich mache Bundesliga-Show. Ich kommentiere in Englisch und Deutsch. Ich stehe am Bildschirm, analysiere Spiele, sag, was richtig falsch ist, welcher Trainer entlassen werden muss oder geholt werden muss. Also gar nicht so schlecht. Genau wie seine Profikarriere. Der unerbittliche Abräumer mit dem großen Kämpferherz war von 1993 bis 1999 ein wichtiger Teil der erfolgreichsten Ära des BVB. Es ist für einen kleinen Ossi aus dem Wald und dann die große Fußballwelt zu erleben. Mit dem absoluten Höhepunkt sportlich gesehen Borussia Dortmund. Und wenn du dann zweimal Meister wirst, nach 30 Jahren, habe auch immer gesagt, das war der schönste Titel von meinen 8, die ich gewonnen habe. Diese Emotion dort 95 gegen Hamburg und Werder verliert in München und wir gewinnen und werden noch am letzten Spieltag Meister. Also das war alles so emotional, dass ich sehe mich immer noch springen mit Stefan Kloster durch die Gegend, gar nicht mehr bei Sinnen und die Zuschauer und gar nichts vorbereitet. Eine Kordel, da sollten 40.000 hinter einer Kordel stehen bleiben. Die haben uns 10 Minuten später fast zerquetscht. Also das ist alles unfassbar gewesen. Und natürlich am Ende aber wunderschön und mit nichts zu vergleichen. Es folgt die Titelverteidigung und die Europameisterschaft mit der Nationalelf. Tragischerweise reißt dort im Halbfinale gegen England sein Kreuzband und er verpasst die finale Krönung. Genauso wie den größten Teil der darauffolgenden Bundesliga-Saison und den Champions-League-Titel. 4 Knie-OPs, ich hatte ja dann nochmal eine Komplikation, wurde nochmal aufgemacht in der Champions-League-Meisterschaftssaison. Das war echt hart. Nur, damit habe ich eigentlich gerechnet, weil ich wusste immer, ich bin ein Typ, der so an die Grenze geht. Das haben, glaube ich, auch die Fans immer gespürt. An die Grenze gehen und wehe nicht, sonst hast du ja schon verloren. Er hat sich immer wieder zurückgekämpft, so wie es seine Natur ist. Steffen Freund ist immer unter Strom und versprüht dabei ständig eine unglaublich positive Energie. Steffen war ein super Typ, speziell in der Kabine. Er ist einer, der immer wieder gute Stimmung verbreitet hat, der auf dem Platz richtig dazwischen gehaut hat. Und mit ihm hat es echt Spaß gemacht, zusammenzuspielen. Auch wenn er mal auf der Bank war oder wenn ich dachte, ich sage, komm, egal, Kopf hoch, weiter geht's, das muss man durch und so. Das fand ich irgendwie voll geil und das habe ich immer in Erinnerung. Irgendwie. Das ist irgendwie so ein richtiger Motivator, aber so war der auch auf dem Feld. Also so hat er auch seine Position gezeigt. Also als Exer, voll
Power und so. Das war, so habe ich einen Steffen-Freund in Erinnerung. Also voll super Typ ist das. Dieses Kompliment freue ich mich natürlich. Liebe Grüße an alle zurück. Kann ich gerne auch an alle zurückgeben. Fällt mir gar nicht schwer, weil wir waren ja auch wirklich eine coole Band. Du musst dir mal vorstellen, wir waren die beste Mannschaft in Europa und wir waren, glaube ich, 5 Jahre hintereinander immer unter den Top 8 in Europa, entweder UEFA Cup oder Champions League. 5 Jahre hintereinander. Das muss man sich mal vorstellen und das kriegst du ja dann gar nicht so sehr mit, weil du donnerst ja da durch als Spieler. Und wenn jemand mit seiner Erfahrung heute davon lebt, über Fußball zu sprechen, dann weiß derjenige natürlich auch herrliche Anekdoten aus der Vergangenheit zu erzählen. Julius Caesar kann die Geschichten erzählen. Ein Traum, der konnte nicht viel Deutsch, aber wenn der reinkam, boah, dann wusstest du, der Ochse ist da und ich bin da dreimal im Training gegen den, wollte vorbei, habe ich so eine Schmerzen gehabt, danach habe ich nie wieder versucht. Und dann Geschichten, Stefan Reuter, wie der mir mal das erste Mal gezeigt hat, wie ein Hemd und ein Jackett aussieht. Ja, weil ich als in Anführungsstrichen kleiner Ostdeutscher gar nicht wusste, was auch in Anführungsstrichen man tragen könnte. Und da war ich ja auch ein total blindfisch. Friseur habe ich auch nie gehabt, da hat Frank Mill mir geholfen. Ich sage jetzt, wenn du jetzt nicht zum Friseur gehst, diese Mütze, die kann doch keiner mehr sehen. Ja komm, dann machen wir das nochmal. Komm, machen wir doch einmal nochmal. Das ist doch am besten, genau. Wie sich die Zeiten ändern. Steffen Freund ist zu einem der deutschen Fernsehgesichter geworden. Und jeder, dessen Herz für Fußball schlägt, hört ihm auch einfach gerne zu. Cool, ich freue mich. Dann bis gleich. Super, Holger.